So könnte aussehen der EL84PP. Das ist die Grundschaltung für einen EL84PP Verstärker. Die Unterschiede, die ihr hier seht, ist eben halt, dass hier die Minus-OG hier jetzt nicht traditionell eingezeichnet ist. Das wird nämlich ein Atemega 48 hier für uns erledigen. Das sehen wir jetzt gleich auf dem zweiten Bild. Jeder weiß, dass die Röhren irgendwann mal abdriften werden. Die eine mehr, die andere weniger. Bei Trioden ist das ganz schlimm, aber auch so eine EL84 kann natürlich auch mal abdriften. Und damit ihr eben halt nicht immer jedes Mal die Minus-OG, sprich die Biosstörung, nachregeln müsst, erledigt das hier unser Atemega 48. Funktioniert eigentlich auch sehr einfach und simpel. Über den Kathodenwiderstand, hier in dem Sinne I1 und I2, wird die Spannung abgegriffen und der Atemega wertet diese dann aus. Er weiß zum Beispiel, dass die Röhre, um einen Wert zu sagen, zum Beispiel mit 30 mA eingestellt werden soll. Er vergleicht also die Spannung und regelt dann entsprechend dann minus OG so lange nach, bis dann eben halt die 30 mA fließen. Plus minus OB wird angelegt, natürlich nicht 600 Volt, das war mal für ein anderes Projekt, ich habe es soweit übernommen. Aber solange hier natürlich kein Signal anliegt, wird der Regler auch nicht loslaufen. Das heißt, die Röhren, die kriegen dann ihre maximalste minus OG, damit sie nicht kaputt gehen. Die CPU steuert hier diese Schaltung nachfolgend an, die wiederum dann eben halt dann die minus OG dann für die Röhre dann bereitstellt, geregelt, so wie es sein soll. Der Strom kann eingestellt werden über SY, dann seht ihr da oben eben halt, falls ihr eben halt die Röhre ein bisschen wärmer oder kälter fahren wollt. Natürlich gibt es auch ein paar Kontroll-LEDs, die dann den Zustand des Verstärkers anzeigen, ob eine Röhre getauscht werden muss, weil die eben halt nicht mehr regelbar ist, würde dann D40A bzw. D40B aufleuchten. Das ist dann die Error. Damit der Regler nicht abdriftet, wird das Signal eingefroren, wenn ein gewisser Audiopegel vorhanden ist. Und wenn die Schaltung soweit dann funktioniert, wird dann der Zustand auch angezeigt, dass alles in Ordnung ist. Da die KT88-Version schon super lief, habe ich dann dieses Layout dann eben halt ein bisschen verändert, ein bisschen angepasst, eben halt die KT88 rausgeschmissen, dafür dann die EL84 integriert. Natürlich gab es dann hier auch ein paar andere Änderungen im Netzteil. Wir brauchen natürlich dann nicht mehr so viele Netzkondensatoren. Die Kapazität ist groß genug. Und unten befindet sich dann die CPU mit den Kontroll-LEDs. Ich zeige euch nochmal, wie die Leiterplatte dann künftig aussehen wird, ähnlich wie diese hier eben halt. Könntest du nochmal mit Musik ein bisschen einwirken lassen.